Überlebende. Schatzweite Überbrückung der Übertragung. Isaac Clark. Ein Trick. Dr. Brennans engster Vertrauter. Wir waren Kollegen. Dr. Chalice? Mercer. Sind Sie der Grund, warum der Marker nicht beginnt? Das ist es. Die Konvergenz wurde nicht gestoppt. Sie hat eingegriffen. Die Frage ist nur, wie? Selbst wenn ich fragen würde, vermute ich, dass Sie nicht sehr gesprächig sind. Und ich habe die Todesursache als den fehlenden Faktor noch nicht vollständig erforscht. Ich glaube, Sie sind auf der richtigen Spur. Entspannen Sie sich, Mr. Clark. Die Konvergenz ist so nah. Vielleicht ist Ihr Tod das Zünglein an der Waage. Oh oh. So, das Ding ist tot. Aber ich stehe wieder auf. Öffne das Chemielabor! Was? Tu es einfach! Bin dabei! So, und... Oha, schnell, schnell, schnell! Oh! Uff. Ich mag mit Schaum schauen. Am Leck. Oh fuck, und da bin ich auch gekommen. Der wird einmal vorbei, bitte. Anscheinend nicht. Chirurg, kleine 500 Gliedmassen ab. Ich habe gerade ein Achievement bekommen. Ich möchte da wirklich vorbei. Bin ich gerade falsch durchgerannt. Ja, dieses Vieh, das regeneriert sich immer wieder. Wo ist denn das Scheiß, hä? Muss ich wirklich wieder zurück? Oh oh. Okay. Oh, hi, hi, hi. Bitte. Da muss ich lang. Fuck, fuck. Ja, genau, das auch noch. Na, fuck, fuck, fuck. Das ist gerade überhaupt nicht gut. Ich schneide mal die Fisse ab, dann ist er nicht mehr so schnell. Alter Schwede. Ah ja, das könnte ich übrigens auch machen. Das nämlich, das was der Mörser mit uns gemacht hat. So. Also, die Krankübertragung. Es war ein Trick von einem verdammten Ornithologen, Dr. Mörser. Er hat die Station verriegelt und an der Besatzung experimentiert. Oh Gott, alle Ausgänge wurden von einem der Büros aus versperrt. Das muss das von Mörser sein. Ich kann die Innentüren mit Gewalt aufbrechen, aber du musst die Verriegelung in seinem Büro manuell aufheben. Holy shit, entkommende Kreatur. Hebe die Abriegelung auf. Okay. Wir haben kein Medipack mehr, aber das ist schon. Aber wir haben quasi fast Geld. So. Ah ja, genau, wir haben ein größeres Inventar gekriegt. Das ist nämlich sehr cool. So. Aber wir haben noch im Inventar. Nur ein paar Medipacks nehmen wir jetzt auch gleich mit.
Und den verkaufe ich so. Gut. Ja. Lass es mal so. So, jetzt speichere ich aber wirklich mal ab. So. Also, wir müssen es... zu Dr. Mercers Büro. Das war da hinten die verschlossene Tür, die wir vorhin gesehen haben. Nicht sehr klug, Mr. Clark. Mein Jäger mag sich regenerieren. Aber so etwas nimmt er persönlich. Sein Jäger? Oh Gott. Der hat das... selbst kreiert. Oh oh. Ich glaub. Oh oh, du bist, die kenne ich schon. Alter Schwede. Ah, wo muss ich denn lang? Da muss ich lang. Vielleicht wäre es jetzt sinnvoll gewesen, die Dauer der Stasis abzugraden, weil das geht sicher. War das Loch vorher schon da? Gott. Ah nein, das wollte ich nicht. Was passiert mit ihm? Okay, er ist aber noch nicht tot. Jetzt ist er, glaube ich, tot. Und ich nehme wieder mein Medipack. Ich bin froh, dass wir ein bisschen in die Trefferpunkte hinein investiert haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich jetzt richtig froh. So, da geht's weiter. Ich wechsle da wieder mal zum Ripper. Oh, da hinten liegt was. Ein Textlog. Patientenlogbuch, Dr. C. Mercer, zweiter Wissenschaftsoffizier, Gespräch mit B. Harris, Patient Harris. Und deshalb schreiben Sie das auf, Mercer. Die Kirche wird mir später danken. Ich höre es auch, Mr. Harris. Andere empfinden das Signal des Makels als Belastung, aber für mich ist es inspirierend. Neue chirurgische Methoden, neue technische Entwicklungen. Schade, dass ich die tieferen Nuancen nicht so gut erfassen kann wie Sie. Sie meinen die Code oder die Stimmen, die so gerne gehört werden möchten? Hungrig wie die Sterne. Und diese Narren wollten Sie heilen. Sie haben göttliche Einsicht, Mr. Harris. Und ich kann sie interpretieren. Die tiefsten Geheimnisse des Markers. Konvergenz, sogar das Kollektiv selbst, könnte uns gehören, wenn sie mir vertrauen. Gott, sprich durch den Marker. Er muss gehört werden. Aber ich kann es ihnen nicht vermitteln. Ich versuche es, aber es entgleitet mir, als ob es hinter meinen Augen feststeckt. Und die beste Methode
hätte fatale Folgen, es sei denn... Mr. Harris, kennen Sie den Begriff zelluläre Regeneration? Ist vielleicht dieser Harris, dieser Patient, der Hunter? Oh Gott. Harris Entscheidung, was ist das? Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen mehr immer da schauen, ob ich dann etwas übersehe. So. Oh Gott, ich... Ich glaube... Stasis, das brauche ich, das ist gerade Gold wert. Das habe ich übersehen. Ah, nein, habe ich nicht übersehen, Level 2. Credits. Okay. So. Sonst liegt da eh nichts mehr drin. Gut. Und da ist der Dr. C. Mercer. Ich speichere wieder mal ab. Das ist alles nicht gut. Warum hat er da so ein Viech aufgehängt? Textlog. Persönliches Logbuch Dr. C. Mercer, zweiter Wissenschaftsoffizier. Beobachtungen. Konvergenz. Wo die Körper der Toten auferstehen werden. Vereint, unsterblich, vollkommen gemacht durch den Marker. So wird es uns gelehrt. Aber all dies, dieses Material, all meine Arbeit, und doch bleibt der Marker untätig. Seit diesem ersten Kontakt habe ich immer wieder diese Worte in meinem Kopf. Die Macher müssen absorbiert werden. Vielleicht eine göttliche Einsicht, dass die Erschaffung meines Jägers Teil der Antwort ist, und doch gelöscht. Nein, ich werde nicht zweifeln. Kein Unitologe war jemals so nah dran, um den Tod diesen vertrockneten alten Tyrannen zu überlisten, muss ich genau so hartnäckig sein wie er. Okay. So, mal erst das Logbuch, sehr gut. Rubinhalbleiter, okay, das ist neu. Impulsgewehre, das ist nicht neu, aber gerne gesehen. Ein großes Medipack ist. Na, habe ich glaube ich vorher schon gefunden. So, was ist mit dem? Der schaut nicht mehr ganz frisch aus, aber... Na gut, dann haben wir die Sicherheit. Ist es da was? Nö. Okay. Abbringen. Lokale Türprotokolle sind fehlerhaft. System wird neu gestartet. Bitte warten. Ich mag nicht warten. Wie? Oh Gott. Oh Gott! Moment! Ich kann helfen! Nicht mir! Retten Sie die Hydrostation! Hier sterben alle! Die Luft ist Gift! Aber es ist noch Zeit! Ihr Enzym funktioniert nicht! Sie braucht nur flüssigen Stickstoff! Retten Sie uns! Toll, es war nur Gift in der Luft, oder wie? Scheiße, er hatte recht. Die Luftqualität nimmt im ganzen Schiff ab. Irgendetwas vergiftet den Sauerstoff auf der Hydrostation. Wenn wir unsere Luftzufuhr verlieren... Wir können es wohl reparieren. Er suchte nach flüssigem Stickstoff. Im Kryogeniklabor müsste welcher sein. Okay, sonst bleibt uns auch nicht viel übrig. Ich mache dir den Weg ins Kryo frei. Türprotokolle neu gestartet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Also, danke. Besorge den Flüssigstickstoff, okay. So. Jetzt müssen wir wirklich dahin. Ich wollte nämlich gerade fragen. Und waren wir eigentlich? Warte mal ganz kurz. Nö. Nebenziele. Okay. Toxische Gefahr registriert. Was ist denn jetzt passiert? Ich wollte mich eigentlich nur umschauen. Fuck. Warum dürfen wir nicht einmal umschauen auf der Karte?
nächste Notentlüftungssteuerung. Geh, ich will ihn ab. Stoppe das Giftgas. Ah, fuck. Muss eh da lang. Ja. Geh weg, Katze. Ein bisschen an Stress. Ich habe jetzt überhaupt keine Zeit für die. Wo muss ich hin? Hä, wo muss ich hin? Da, ich hab in irgendeine Ecke hingemusst und ich war in der Ecke, aber da war nix. Alter, was... Alter. Ah, machen wir das Ganze. Das war, glaube ich, unser erster Tod, oder? So, ein bisschen schneller, bitte. Ich muss jetzt einmal trinken, mal einen Schluck. Okay, die dürfen immer sterben. So. Schämen Sie sich, Mr. Clark. Wegen Ihnen muss ich meine Forschungsobjekte liquidieren. Gas auf dem Deck. Das muss doch. Hier, am Sicherheitscheckpoint gibt es eine Notentlüftungssteuerung. Geh, ich sperre ihn auf. So, ich lauf da jetzt wirklich einfach durch. Du, ich hab für dich auch keine Zeit, wollte ich noch gesagt haben. Und für dich hab ich auch keine Zeit. So, da durch, ne? Ma, ich hasse dieses Menü. Alter, okay. So, wo ist dieses Scheißteil da jetzt? Ah, da drin? Alter, diese Karte. So, Karte weg, aktivieren. Oh, Gott sei Dank. Okay, das wird besser. Mercer hat das Gas von der Hydrostation aus reingepumpt. Wenn die Luft schon so schlecht ist... Ich brauche einen schnelleren Weg zum Kryogeniklabor. Ich öffne die andere Tür vom Chemielabor. Von da aus kommst du direkt hin. Stoppe das Giftgas, Ziel abgeschlossen, ja. Holy shit, besorge einen Flüssigstickstoff. Freigabe bestätigt. Und Freigabe bestätigt. So, darf ich jetzt bitte mal auf die Karte schauen. In Ruhe. Oder dass mir gleich wieder irgendwas angreift. So, wir müssen immer noch dahin. So, da haben wir noch nichts übersehen. Schaut nicht so aus, man findet aber auch nicht mehr recht viel. Und dann wollte ich jetzt nur noch schauen. Zu den Missionen gehen. Maschinenraum. Die Geräusche immer. Okay, ja gut. Dann wechseln wir wieder auf den Ripper und wenn wir schon beim Store sind, dann gehen wir kurz dahin und verkaufen den Rubin-Halbleiter, den wir gefunden haben. So, den haben wir hier. 10.000 ist der Wert. So, dann haben wir eins verstauen, eins am Medipack. So, das nehme ich mit, falls ihr das jetzt braucht. Wir haben 16.000. Da könnten wir uns ein Upgrade gönnen und zwar... Gibt es da was denn das? Ah, okay, das ist die Sauerstoffversorgung, okay. Okay. Im Endeffekt ist es wurscht, was man sie kaufen. Das ist das teuerste. Kaufen sie das einfach, ist ja wurscht.
Mal für ein na, Flammenwerfer-Upgrade. Ist ja mal ganz nett. So, Werkbank ist aber da nicht, gell? Nö, schade. Gut, dann geht's weiter. Soll ich wieder abspeichern? Ich speichere wieder ab. Sicher ist sicher. Und wie gesagt, je öfter ich abspeichere, desto leichter tue ich mir mit den Thumbnails. Weil wenn ich die Thumbnails mache, dann lade ich meistens einen alten Spiel... eigentlich alten Speicherplatz und mache praktisch schöne Screenshots mit denen ich dann schöne Thumbnails machen kann. Da hat es also dem Ende der Stase Aufladestation geben. Nö.